So, dann machen wir jetzt einfach kurz einen Prozess und gehen nachschauen. Im Hintergrund habt ihr gerade eben auch kurz einen Alarm gesehen, der eben auch aktiv war. Nur, dass ihr jetzt seht, dass da keine große zeitliche Differenz dazwischen liegt. Und dann sehen wir direkt 167.569.824. Vielleicht nicht so groß, wie die meisten jetzt gedacht haben. Ich selbst dachte eigentlich auch, dass es ein bisschen mehr wären. Aber es hat den Zweck erfüllt und ich gebe euch jetzt noch die Gewinner bekannt. So, das Ergebnis dieses Mal rauszufinden war gar nicht mal so schwer im Vergleich zum letzten Mal. Das war wirklich grausam. Auf jeden Fall, der erste Gewinner wäre damit Multitoxikologe mit 180 Millionen und einmal Albert Meyer mit 165 Millionen. Nebenbei, Albert Meyer war auch von allen am nächsten dran. Ich hätte mich schon fast verlesen und hätte der Adi noch genommen, weil ich habe die ganze Zeit 160 gelesen. Aber nachdem ich es jetzt 10-mal kontrolliert habe, dürften die Ergebnisse stimmen so. Das da finde ich eher am geilsten, ohne irgendeine Zahl. Und ja, auch wenn jetzt nur zwei gewinnen konnten, hoffe ich, dass die anderen auch Spaß hatten. Es werden noch einige mehr solche Ratespiele kommen und ich hoffe einfach, dass sie euch Spaß machen.